Hat man über ihr Auge gleich kühle Umschläge gemacht? Fragt der Sportarzt den gestürzten Inlineskater. Nein, nur dumme Witze. Und mit diesem Witzewitz, wie auch immer, willkommen zu einer neuen Daddelzeit. Hier mit Two Point Hospital, wo ich gerade merke, dass die Kardiologie offenbar richtig gefragt ist. Ja, lecco mio. Vielleicht war die ja auch in Ausbildung, das kann genauso gut sein. Apropos Ausbildung, wir müssen mal gucken, wo wir unsere Leute weiterbilden, weil das ist gar nicht mal so unwichtig. Wir sollten vielleicht auch noch mal hier jemanden auf Tasch haben. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen... Ja komm, das hier wird unser Top-Apotheker dann. Genau, da können wir richtig schön jemanden für die Apotheke. So muss das sein. Aber erstmal gucken... Nee, ich muss ja noch mal kurz gucken, was überhaupt mit... unserem lieben Herrn ist, der unbedingt eine Weiterbildung braucht mit, wie heißt er nochmal? Hä? Ach, das war hier die Cooper Gurke da. Ja, da gibt's ein Problem. Das habe ich auch erkannt. Ja komm, da können wir mal sagen, wir nehmen Cooper, den machen wir hier zur Diagnose. Ebenso wie... Stellen wir da noch jemand ein für die Diagnose? Ach, das ist ja scheiße. Da müssen wir nochmal gucken, ob 3 Tage etwas verbessern. Oh, und hier haben wir Allgemeinmedizin nochmal in purster Form. Das ist schön. Und das hier ist allgemein Diagnostik in anderer Art und Weise. Aber wir brauchen ja unbedingt die Allgemeinmedizin, die wäre richtig geil. Deswegen nehmen wir einfach mal den Knaben und packen den noch irgendwie dazu. Irgendwie was Neues hier oder so. Beförderung, ja. Können wir machen, tun wir auch. So, Weiterbildung. Ja, das kommt ja gleich. Das kommt gleich. Keine Angst. Ich denke ja an alles manchmal vielleicht, eventuell. Wenn ich Zeit habe und Lust und überhaupt allgemein. So, jetzt aber einmal kurz schön durchs Knopfloch atmen und... Was wollen wir machen? Genau, ich wollte ja gucken, ob ich hier noch einen geilen Krankenpfleger bekomme, der es irgendwie so knallhart drauf hat. Behandlung. Nicht so ganz, dass ich mir erhofft habe. Das ist jetzt die Frage. Kann ich Leute auch umschulen? Das wäre ja auch gar nicht mal so schlecht zu wissen. Aber erstmal hier. Kurs starten. Wir wollen Diagnostik 2 oder so, ne? Da können wir nämlich irgendjemanden reinpacken. Hier Cooper. Cooper die Gurke und... Ach du Schande. Ja komm, das ist ja nur dafür. Hauptsache wir haben überhaupt jemanden. Machen wir so ein Gastgedöns und dann passt das schon. Das wird ja nicht unser längstes Krankenhaus. Da gibt es ja noch größere Dingers. Und ja, damit wird es erst richtig interessant. Das ist ja alles noch so... Sag ich mal, harmlos. Wobei, es geht auch Richtung 2 Sterne erst. Wer weiß, was mit 3 Sternen noch alles kommt. Ja, den Wunsch haben wir erfüllt. Das ist gut. So soll es sein. Die Topfschmerzpatienten, die sind auch in bester Versorgung offenbar. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Eigentlich. Ja, das Lieblingswort. Aber jetzt können wir eigentlich auch mal noch eine weitere Cardio-Station hier machen, ne? Komm, wir machen Cardio. Also richtig groß, wenn wir schon einen Platz haben, dann nutzen wir ihn auch zur vollsten Zackstückelung. So, haben wir einmal
das, dann können wir hier noch irgendwie... nein, das Ding muss hier weg. Das können wir ja dann so machen. Ja, das geht doch gut. Das brauchen wir nicht. Ah, wir können hier so zack, zack machen. Oh Gott, was ist denn hier wieder mit sterbenden Leuten und so? Das ist gar nicht gut. Na gut, man kann zumindest sagen, hier im Krankenhaus ist ein ständiges Kommen und Gehen auf jeder Ebene quasi. Ob das nun schön ist, sei mal dahingestellt, aber es ist halt... Haben wir noch irgendwo Trophäenschrank oder so, den wir mal so großspurig hinpacken können? Nö, leider nicht. Das ist etwas schade. Aber wir können hier noch auf jeden Fall, sicher ist sicher, so einen Feuerlöscher hinpacken. Genau. Feuerlöscher gehen immer. Und dann packen wir nochmal hier ein paar Erleuchtungen hin. Erleuchtung ist immer gut. Ich weiß das denn, ich hatte es nie. Hey. So, Zeichnungen, wobei, nee, das, hier passt das nicht ganz so sehr. Aber können die Clown... Oh ja, Clownsbild muss aber auch ganz, ganz dringend... Wo haben wir denn hier? Ja, da muss das irgendwo hin. So, packen wir da auch so ein Clownsbild rein. Wenn schon, denn schon, können wir uns ja mal so richtig was gönnen. Zertifikat hier kommen. Zertifikate, die können wir hier ranpappen. So, Zertifikat 1, 2. Och, wir sind hier richtig geil unterwegs. Wir können uns sogar 3 leisten. So, und das Ding braucht auch einen Krankenpfleger. Okay, können wir da irgendjemanden neuen einstellen? Gibt es da was von Ratiofarm oder so? Behandlungen? Ja, brauchen wir eigentlich hier so einen nochmal. Diagnostik. Ach, wir werden schon irgendjemanden finden. Da sind ja unsere zukünftigen Diagnostiker unterwegs. Mitarbeiter weiterbilden. Von bis über hast du nicht gesehen, ganz prickelnd. Wie sieht es mit unseren Allgemeinärzten aus? Da haben wir 3. Da haben wir 3 offenbar ebenfalls. 2 und 3. Ja, das sieht noch sehr handlich aus, auf jeden Fall. Beförderungen sind immer gut, das braucht man nämlich. Ohne Beförderung geht hier nämlich gar nichts. So, wie viele Patienten haben wir derzeit überhaupt in... Oioioioi. 56, leckt mich Arsch. Das ist eine ganze Menge. Gesundheitsinspektion. Ja, soll vorkommen. Ja, der... Ach so, das ist jetzt der Kim. Och, der Kim mal wieder. Wer wird denn hier so ausgebildet? Wir haben einmal den Dingsbums da. Den der will. Ach, Mini. Ja, aber den Kim, den werden wir auch noch weiterbilden. Das ist kein Problem. So. Aber erstmal kommen andere Dinge dran. Muss nämlich auch mal sein. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Und was haben wir hier für eine Meldung jetzt? Sondermeldung. 7 Patienten mit Topfschmerzen. Ich habe 6 von 7 geheilt. Einer ist noch im Krankenhaus, weil da auch die Maschine mal wieder so ein bisschen... Bambule gemacht hat, was nicht so schön ist. Oha, da geht's jemandem nicht ganz so gut. Oh, etwas später und er hätte den Tywin Lannister, glaube ich, gemacht. Aber okay. Noch eine... Oh, Beförderung kommt schon mal ganz gut hier rüber. Jetzt brauchen wir nur die... Ja, der Kim, der darf halt noch nicht. Aber da haben wir ja auch einen anderen Spezi. So, zack. Oh, wir brauchen mehr Personal, damit wir mehr Leute weiterbilden können. Einstellen. Haben wir hier irgendjemanden? Ja, der ist hier richtig formbar. Der ist formbar wie Knete. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Aber haben schon so viele Krankenpfleger, das ist das Problem. Behandlung. Ja, wir brauchen eigentlich auch behandelnde Ärzte, oder? Komm, wir nehmen auch einen behandelnden Arzt. Warum nicht? Wir haben den Cash. Da guck mal. Einnahmen, Ausgaben hast du nicht gesehen. Wir sind hier die dicksten Pimps im Town quasi. So, was haben wir denn da? Petra Pudel. Beide sind prädestiniert für Apotheke. Das ist gut, dann können wir die zusammen nämlich weiterbilden. Habe ich richtig Bock drauf. So, ist denn hier gleich die Halle wieder frei? Ja, ist sie. Oh, ich merke schon, wir brauchen hier unbedingt noch eine Facility, wie man so schön sagt. Was für eine Facility nehmen wir denn? Ja komm, wir nehmen mal... Da können wir auch noch was reinbasteln. So. Da ist jetzt finito. Jetzt können wir wieder neu planen. Dann nehmen wir hier Apotheke oder so, ne? Wo haben wir denn Apotheke? Apothekenverwaltung. Ach Mist. Nee, das ist... Das führt zu nichts. Warum haben wir Apotheke 2 denn gar nicht? Das macht keinen Sinn. Na gut, dann gucken wir uns andernweitig um. Wir nehmen... Psychiatrie 2. Warum nicht? Nehmen wir auch jemanden, der sich damit auskennt. Und zack, beide werden weitergebildet. Nicht jetzt. So. Wird schon schief gehen, das Ganze. So ein Saftladen hier. So, Personal. Ich glaube, wir brauchen auch einen weiteren Hausmeister. Und nehmen wir doch mal hier Ben Wüst. Ich habe den zuerst Ben Wurst nennen wollen. Ach nee, der gehört ja zu uns. Ich will einen neuen einstellen. Ich Depp. Hausmeister, so. Boah, der hier, der ist pralle. Weiterbildungslehrgang, hast du nicht gesehen. Geborene Mentoren, das Mädchen von nebenan, auch nur ein Mensch. Ja komm, nehmen wir. Beförderung. Ach, da können wir auch warten. Bis Anno dazu mal. Bis wir die notwendigen... Sag schon. Was ist mit den Toiletten? Ach du Scheiße, hier ist ja... Ich glaube, wir kommen doch nicht nur mit einer Toilette aus. Da wäre Bedarf für eine weitere. Deswegen bauen wir eine weitere Toilette. Warum nicht? So, Toilette. Einmal hier so zack gebaut. Und da schlägt der Sensemann offenbar wieder zu. So, dann basteln wir uns hier noch. Wo sind die Waschbecken? Wo ist der Deinhard? Können wir hier noch Desinfektionsmittel und Handtrockner müssen auch sein. Und dann kriegen wir vielleicht sogar auch noch mit ganz viel Glück eine Pflanze unter. Jawohl. Guck mal, eine Level 3 Toilette. Was wollen wir mehr? Das ist der pure Luxus. Oh, hier ist noch immer ein geringfügiger Mangel. So, und ich will ja eigentlich... Wo nehme ich denn die nächste Weiterbildungsgedöns? Leistungsfähigerer Umtopfer. Das wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Wir machen hier Upgrade. Einfach, weil wir es können. Aber ich wollte ja unbedingt nochmal ein Weiterbildungszentrum mehr bauen. Weil wir es können. Einmal so zack. Können wir hier einmal das Ganze hinpacken und... So,
Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, hier wird richtig reingebuddert. Hey! Irgendwas brauchen wir. Rednerpult? Nee, das haben wir schon. Da können wir sowas. Und ja, wenn viel geredet wird, muss man auch mal was trinken. Und Feuerlöscher ist auch nicht so schlecht. Kann überall gebraucht werden. Trophäenschrank, ja komm. Gib ihm. Ein paar Juckerpalmen hier, so zack, klippims. Und dann brauchen wir unbedingt noch... Ach komm, ein Anatomiemodell geht immer. Und dann auch nochmal sowas. Und schwuppdiwupp haben wir auch noch einen zweiten schönen Leerraum. Perfekt. Auch wieder sehr, sehr großzügig eingerichtet. Und mal kurz gucken, wen können wir hier ausbilden? Wir können ausbilden... Verfügbare Kurse, ja. Ich sehe schon, da haben wir auf jeden Fall was. Allgemeinmedizin 3. Das klingt doch mal nach einer Idee. Da nehmen wir doch mal den Herren. Und müssen leider einen Gastredner einstellen. Aber egal, das passt trotzdem. Befund, Begutachtung. Och, das ist jetzt nicht so wirklich dolle. Nicht jetzt. So, da haben wir zwei. Im anderen haben wir auch einen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Erlege 5 Monobiester. Das heißt, ich muss hier auf Rattenjagd gehen. Das müssten vermutlich diese Kriechviecher sein. Ich einfach mal von aus. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier 5 Stück entdecken und erschießen können. Ich bin mal mehr als gespannt. Irgendwo müssen die doch auch rumlaufen dann. Vielleicht da, wo der Eimer ein bisschen überfüllt ist. Würde für mich zumindest den meisten Sinn machen, wenn die hier rumlaufen. Wenn das denn überhaupt die Monobiester sind. Ich weiß es nicht. So, da haben wir ein. Ja, das sind die Monobiester. Hey, Mister, es ist weg. Laufen hier vielleicht eher welche lang, weil ordentlich Platz ist. So, zu weit weg sollte ich auch nicht sein. Ich bin nicht der beste Ego-Shooter-Spieler. Ich brauche das Ganze etwas größer, um was zu erwischen. Ja, ich sehe schon. Ich werde die ganze Folge nur damit verbringen, irgendwie nach diesen Viechern zu suchen und dann zu erschießen. Das wird ein Spaß. Oder auch nicht. Wo sind die Viecher denn? Wenn ich die jagen soll, müssen die auch schon auftauchen. Oder gucke ich doch lieber mal hier. Da ist noch die Leiche davon, die muss mal weggeputzt werden. Ansonsten wird das Ganze hier mal ein bisschen eng, um das mal so zu sagen. Fuck, wo sind die Dinger? Hallo? Monoviecher? Na gut, widmen wir uns den wahren Problemen. Narzissmuspatienten. Och, was macht die denn? Ist das nicht die, die sich schon öfter mal hingelegt hat? Rutscht die ehrlich auf jedem dieser scheiß Viecher aus? Hallo? Hungerlaunig. Muss aufs Klo, verletzt. Das tat weh. Ja, toll, da kann ich auch nichts dafür, wenn du zu doof bist. So, da ist jemand kapeister gegangen, aber wir haben ja gute Hausmeister.
Da, sofort mit dabei. Mit dem schönen AEG-Staubsauger und schwubbidi-böps ist er gefangen. Gefangen in ihrem nicht mehr vorhandenen Körper. Ah, was? Hallo? Das ist eigentlich schon fast... Oh, schade. Es hat gerade so viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Wie soll ich so viele Viecher jagen jetzt? Ah, da. Hey. Hey, wirst du mal... Hallo? So, jetzt ist es kaputt. Kann man nur in der Bewegung auf jeden Fall schießen. Gestoppterweise geht das nicht. Das ist eher, um sich denn neu zu orientieren, geeignet. So, wie viele Tage haben wir? 21, ja. Müssen wir einfach mal ein bisschen aufmerksamer sein in allem, was wir tun, damit wir die Dinger dann auch richtig schön erledigen können, wenn sie denn auftauchen. Bis dahin können wir ja mal kurz gucken. Unsere General Office. Ach, wie cool ist das denn? Deprimator 2, Herzraser 2 und ein Arsch voller Kudosch. Fortfahren. Eieieiei. 10 Mitarbeiter weiterbilden. Und 10 befördern. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja. Wen können wir denn hier gerade upgraden? Würde mich mal interessieren. Ah, nee, Personal. So, jetzt haben wir es. Wo kann ich sehen, wer gerade upgradebar ist? Nee, eher Info hier und dann gucken wir einfach. Irgendwo muss das doch sichtbar sein, wer gerade einer Beförderung offen gegenübersteht. Ah, da können wir. Befördern. Und weiter geht's. Gucken wir mal unter den Fliegern. Da war doch auch irgendwie wo was befördern. Ja, da ist doch. Ups, da habe ich nichts eingestellt. Egal, wird schon schief gehen. Nee, da wird eher heiß noch gewartet auf Ausbildungen. Okay, warum nicht? Muss ich mal kurz hier gucken. 2 Mitarbeiter befördert, schon mal gut. Erreiche Krankenhausstufe 12, fast erreicht. Personalstimmung ist ganz gut. Bilde 10 Mitarbeiter weiter. Hm. Ja, ein sportliches Ziel auf jeden Fall. Ja, Weiterbildung benötigt. Ich weiß. Kommt sofort oder auch nicht. Apropos, ich muss mal kurz gucken. Wie viele Assistenten sind da? Ah, so viele. Oi, hier hätten wir jemanden, der so richtig geil für Stationsverwaltung geeignet ist. Ärzte, das wäre jemand für Behandlung. Und Mini können wir hier richtig schön formen, wie wir wollen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Deswegen würde ich auch mal kurz gucken, was haben wir denn an Personal, an Ärzten hier, ne? Wir brauchen noch mehr Allgemeinmediziner eigentlich, deswegen Mini wird auf jeden Fall auch und McPuffin kann man theopraktisch auch weiterbilden, ne? Wäre fast schon eine Idee wert, weil wir auch echt behandelnde Ärzte brauchen. Es geht nicht nur über Allgemeinmedizin. Und vor allem, wir haben hier erstmal welche, die noch ihre zweite Stufe. Da haben wir 1, 2 und noch nicht ganz. Ja, ist die Frage, nehmen wir Rory und Mini erstmal, ne? Ja komm, wir nehmen Rory und Mini, die dürfen schon mal weiterbilden. Und das andere können wir dann mal sehen. So, Kurs starten. Ich möchte einmal hier... Allgemeinmedizin 2, genau. Da haben wir sogar jemanden für die Ausbildung, ist perfekt.
beinehmen. Nehmen wir trotzdem Gastredner. Das spart ein kleines bisschen Zeit. Beziehungsweise, wir haben ja nicht so viel Personal. Das kommt ja noch dazu. Und dann klappt es auch mit den Nachbarn hoffentlich. Und wenn nicht, haben wir Pech. So, unser zweiter Raum. Was bilden wir da denn weiter? Ist eine gute Frage. Irgendwas anderes müssen wir hier weiterbilden. Personal. Wir haben hier doch auch viele Leute hier in dem Bereich. Wir können Mechanik nochmal verbessern oder so, ne? Ja, warum nicht? Geben wir dem mal ein richtig schönes Mechanik-Upgrade. Da brauchen wir einen Gastredner, anders geht's nicht. Und zack. Kurs starten. Perfekt. Wo haben wir denn das Problem? Colin Burp. Aber Burp wird auch schon irgendwie fähig werden. Und ja, ich bin dazu fähig, diese Folge zu beenden. Haha, genialer Übergang. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Daddelzeit mit Two Point Hospital und grenzwertig schlechten Witzen. Ciao, ciao.